Ja, hallo zusammen. Ja, mein Name ist Rohan, Francesco Rohr. Ich bin da für die FDP hier heute noch drei Worte sagen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Aber was mich am meisten nervt, ist, dass ich jetzt schon seit mehreren Jahren jetzt hier zur Hanfparade komme und jedes Mal hier auch wir hier demonstrieren und für die Freiheit von Cannabis, für die Legalisierung streiten und kämpfen. Und es aber sich immer noch nichts getan hat seitdem, dass wir immer noch auf die Bühne kommen müssen, dass wir immer noch uns auf der Straße treffen müssen, um dafür aufzustehen. Und ich hoffe einfach, dass in den nächsten vier Jahren, wenn wir uns jetzt nächstes Jahr hier wieder treffen, dass wir hier nicht demonstrieren müssen für die Legalisierung, sondern dass wir uns hier treffen, um eine Party zu feiern, weil wir es endlich geschafft haben, dass Cannabis nicht mehr kriminalisiert wird in Deutschland. Und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Und ich erzähle, kann ich hier sagen, mit dem Liberalismus, das ist so eine Sache, weil wir sind ja hier für diejenigen, die hier für sich selbst einstehen, die sagen können, ich möchte selber entscheiden, was ich machen möchte. Wir sind auch nicht nur hier für diejenigen, die sagen, wir wollen Cannabis und Gras rauchen, weil das Spaß macht, dafür sind wir auch da. Wir sind aber auch diejenigen, die dafür eintreten, für die es aus medizinischen Gründen nun mal brauchen. Und wenn wir können uns das als Gesellschaft einfach nicht leisten, eine Pflanze zu kriminalisieren, obwohl wir wissen, dass sie Leuten helfen kann, obwohl wir wissen, dass sie Krankheit heilen kann, obwohl wir wissen, dass sie Schmerzen lindern kann und dass diese Pflanze weiterhin verboten wird, Ärzte sich querstellen, Cannabis als Medizin zu verschreiben, Krankenkassen sich querstellen und es verschwimmern, dass man überhaupt an medizinisches Cannabis rankommen kann. Das ist immer noch ein Skandal, obwohl wir es 2017 eigentlich hätten jetzt anders machen müssen und da müssen wir unbedingt rangehen, dass die Stigmatisierung endlich beendet wird. Und ich denke, bin der festen Überzeugung, dass wenn wir hier den ersten Schritt machen können mit Cannabis, mit Hanf, mit der Pflanze, die wir halt hier alle haben und einen freieren Umgang damit gewährleisten können, dann müssen wir uns die Drogenpolitik als solche auch einmal komplett angucken. Der Kampf gegen Drogen ist gescheitert. Er produziert mehr Opfer, als dass er Leute rettet. Der Kampf gegen Drogen ist eine komplette Geldvernichtungsmaschinerie. Und allein deswegen müssen wir endlich auch dazu kommen, gesamtgesellschaftlich umzudenken, Konsum zu entkriminalisieren, für alle möglich zu machen, sicher möglich zu machen durch viel mehr Drug-Checking-Angebote abends. Und dafür werden wir auch weiterhin kämpfen. Und wir hier in Berlin, ich bin ja hier von der Berliner FDP und wir haben ja auch in der Bundes-FDP bereits den Antrag gestellt, ein Umdenken bundesweit endlich herbeizuführen. Das ist knapp, hat es nicht gereicht, aber so wie ich hier stehe, schon darf jetzt hier schon das dritte oder vierte Mal hier sprechen. Ich werde euch versprechen, dass ich weiter dafür kämpfen werde, dass in der liberalen Partei eine liberale Drogenpolitik Einzug hält, dass wir endlich dazu übergehen, dass wir aus der gesellschaftlichen Mitte im gesamten Parlament dafür streiten würden, dass wir hier endlich ein Umdenken erreichen und dass ich mich weiter dafür einsetzen will. Das kann ich aber nicht alleine, das kann ich nur mit euch, mit allen, die hier aktiv sind, mit allen, die das hier organisiert haben, mit all denen, die seit Jahren hier kämpfen und dafür streiten. Und das kämpfen wir alle nur gemeinsam als Team und immer, wenn wir uns hier jedes Jahr wieder treffen, dass wir uns daran auch erinnern, dass wir das voranbringen müssen. Und dafür werden wir auch die nächsten Jahre streiten und im nächsten Jahr hoffentlich endlich feiern. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr alle zur Wahl geht am 26. September. Ihr könnt es alle mitentscheiden am Ende, wie das hier am Ende ausgeht, wie wir hier im nächsten Jahr dann feiern werden. Und dann bin ich sicher, dass das alles gut gehen wird und freue mich dann mit euch hier nächstes Jahr eine super Party zu feiern. Habt vielen Dank und bis zum nächsten Mal.